Ich grüße euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Six All in the Mix und ja, ich würde sagen, bevor das Video beginnt, mal einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, laut der Überschrift, heute mal eine historische Sache. Ich habe gerade eben hier diese Wand entdeckt mit den Graffitis. Heute mal was für die Älteren unter euch, ja, die wirklich interessiert sind, auch nicht aus Berlin kommen und die Mauer zum Beispiel noch nie gesehen haben. Ist Zeit, sein. Hier ein Oldschool alter Trabi an der Seite, was natürlich auch für Ostberlin steht. Das Ding ist noch gut intakt, wie wir sehen. Bevor wir gleich zur Mauer gehen, schaut mal, so ein richtig alter Lenkrad aus Plastik. Die Sitze wurden wahrscheinlich neu eingebaut. Ich weiß nicht, ob die Sitze neu sind, sieht aber so aus. Ja, ein sehr, sehr interessanter kleiner Wagen. Und wir stehen hier gerade vom Memorial, also Andenken an die Mauer und die Opfer natürlich, ne? Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Wie gesagt, Daumen nach oben. Für die Leute, die immer noch nicht abonniert haben, abonniert bitte jetzt. PayPal-Link ist natürlich unten in der Infobox. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das tun. So, wir sehen hier das Andenken an die Toten, als ich hier vorhin vorbeigelaufen bin. Das Ganze ist übrigens nicht so weit vom Mauerpark, ungefähr 1,6 Kilometer. Und das ist hier Gedenkstätte, Berliner Mauer. In Erinnerung an die Teilung der Stadt vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 und zum Gedenken an die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft, errichtet durch die Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin. Ja. Entwurf von Kohlhof und Kohlhof, also zum Familienbetrieb wahrscheinlich, ja, die Leute, die das entworfen haben. Gehen wir mal rein. Und folgt mir auf diese Reise. Ich dachte mir, Berliner Mauer ist ja eigentlich ein großes Thema. Man sollte auch mal hier gewesen sein. Das ist hier zum Beispiel die Gedenkstätte. Noch so ein richtig alter Wachturm, den wir sehen. Interessant, wirklich sehr, sehr interessant. Da wird gerade umgebaut. Ja. Die Gedenkstätte, da kann man nicht durchgucken, aber ich kann euch mal meinen Blick verschaffen. Ich selber sehe jetzt nichts. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was sehen. Und ja, ich gehe mal ganz kurz auf die andere Seite zur Mauer. Wie gesagt, der alte Wachturm. Und die Mauer an sich war gar nicht so hoch. Das ist auch das Erstaunliche. Ja, schauen wir mal. Ja, also die Mauer fiel ja 1989. Ich kam nach Berlin 1993. 4 Jahre danach. Heftig. Ich habe die Mauer um 4 Jahre verpasst. Ich bin 86er Jahrgang. Und schaut euch das an. Die Mauer war übrigens nicht so hoch wie das Ding. Das ist nur ein Andenken. Ich zeige euch gleich die echte Mauer. Da hinten gibt es noch Teile der Mauer. Ja, indem sie einfach nur so eine Dinger drauf gebaut haben. Sorry. Und ja, das ist hier die Mauer. Offiziell. Das ist hier die Mauer. Das sind noch so richtig alte Mauersteine, die ihr seht. Ja, also das ist unglaublich, dass das Ding immer noch da steht. Für die Erinnerung. Dann gibt es auch Touren, Rumführungen. Und wir gehen jetzt von der anderen Seite nochmal rein in den Park. Ja? An der Mauer entlang. Berlin Wall Memorial. Also gibt da so eine Art Gedenkstätte noch. Also ein Museum wahrscheinlich. Von da aus kann man sich auch Sachen angucken. Ihr seht gerade, Leute sind oben. Ich glaube, Engländer sind hier. Der Typ hat auf jeden Fall 2 Coca-Cola zu viel getrunken. Und ja, das ist hier der Eintritt. Ihr seht auch zum Teil das Gestell der Mauer, also die ganzen Stahlträger, die sozusagen auch mit eingebaut waren. Ja.
aus Berlin. Wir sind gerade hier noch im Westen und jetzt gehen wir in den Osten hinein. Ihr seht, Stahlträger waren etwas über 2 Meter noch was. Ja, das sind mindestens 300 Meter, die wir hier sehen. Und ja, das ist die Berliner Mauer an der Seite. Ihr seht auch zum Teil ein bisschen Graffiti hier, was natürlich heute zum Stadtbild gehört, ob du willst oder nicht, zwanghaft. So, das ist hier die alte Berliner Mauer. Schaut mal, man kann sogar noch durchgucken. Heftig. Stellt euch vor, wenn du damals aus dem Osten, wo wir gerade sind, aus Ost-Berlin nach West-Berlin wolltest, wurdest du einfach abgeknallt. Keiner durfte einfach so rüber. Nur mit einer speziellen Genehmigung. Ja, ihr seht immer mehr Touristen, die hierher kommen und sich das angucken. Und das scheint so interessant zu sein mit der Berliner Mauer, wie ihr seht, dass selbst sogar die Touristen ihre Koffer nicht im Hotel lassen, sondern sofort herkommen. Ja. So interessant ist das Ganze. So. Ein weiteres Memorial. Gedenkstätte für die Opfer des Zweiten Weltkrieges. Ja. Das Ganze ist auf jeden Fall hier mit einigen Dingen verbunden hier. Wie heftig. Gedenkstein der Sophiengemeinde. Interessant. Ja, hier sind ja auch schließlich sehr, sehr viele Leute ums Leben gekommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier geht es ja nicht nur um die Mauer, sondern auch um die Kriegsopfer vom Zweiten Weltkrieg. Und ihr seht, die Stadt an sich ist ein sehr, sehr cooler, ruhiger Ort mit der Mauer entlang an der Seite. Ja, also besser geht's nicht. Schöner Ort auf jeden Fall. Das wollte ich euch auch schon immer zeigen. Aber wir waren ja immer nur auf Action aus und immer nur ab und zu, also ab und zu so historische Dinge sind auch sehr wichtig für die Älteren unter euch, die das sehen. Ansonsten Mauerpark, Action ist klar, kennen wir. Wir kennen auch mein Vorgehen, ja. Die Mauer auf dem Sophienfriedhof. Schaut mal, so sah das vorher mal aus. Sehr, sehr cool. Oldschool. Sehr interessant. Da hinten ist noch eine Grabstätte sozusagen. Wir gehen mal ganz kurz auch zu den Bildern. Hier nochmal Teile der Mauer, die abgetrennt wurden und dann so als eine Art Kunststück zusammengestellt worden sind. Ihr seht hier auch noch. Heftig. Ja, und das ist die Berliner Mauer. Ja. So sieht sie aus. Immer noch erhalten. Da gucken wir uns kurz mal an der Seite an, was das für Menschen noch mit am Start sind, die auch verstorben sind. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt zu Ost-Berlin-Zeiten war, in der Mauer, zu den Mauerzeiten, oder ob das auf den Zweiten Weltkrieg war. Doch, das war der Zweite Weltkrieg, glaube ich. Ja. Das sind die ganzen Männer und Frauen, die hier verstorben sind. 1902 bis 1962, der junge Mann. Das sind die Kriegsopfer. Nee, da steht 68, da war der Krieg schon lange vorbei, Alter. Okay. Ich glaube, das sind sozusagen die Überlebenden, oder was? Henry Weise, 1977 gestorben. Ach nee, das sind alles so von der Mauer, die Leute. Das sind hier, die Mauer, die Maueropfer sind das. Ja? Das sind alles Leute, die probiert haben, von Ost-Berlin nach West-Berlin zu gehen. Ja? Die ganzen jungen Männer hier, das waren alles Männer zum Teil, weil Frauen haben es irgendwie weniger gemacht. Ich weiß nicht. Schaut mal. Richtig oldschool. Ne? Alle, die es versucht haben, haben ihr Leben dadurch verloren. Sie wurden an der Grenze erschossen. Heftig, sogar Kinder, Alter. Was geht hier ab? Kinder haben auch gelitten. Wahrscheinlich mit den Eltern. Ja. Wow. Also Frauen waren da irgendwie nicht, doch eine war dabei. Eine war dabei, wurde auch erwischt. Wow. Also ihr seht, ne? Damals war das echt kein Spaß.
Aber ich frage mich, warum wollte man zu West-Berlin? Ja, war der Westen so heilig damals? Einmal in die Älteren unter euch. Einmal die Kommentare. Warum wollten die so sehr zum Westen? Weil im Ost-Berlin war es doch auch schön, die Ostmark. Klar waren die Leute isoliert. Du konntest auch nicht verreisen vom Osten heraus. Da musstest du in den Westen, wenn du verreisen wolltest. Aber trotzdem so. Anyways. Das ist schon hart zu sehen. Das ist schon hart zu sehen. Das heißt, du musstest damals diese 300 Meter Mauer erklingen. Und dann waren ja überall Posten mit den ganzen, der alte Turm da. Der alte Wachturm, da waren ja mehrere hier an jeder Ecke, glaube ich. Und die haben natürlich drauf geschaut. Und die Soldaten, die Offiziere, die hier Wache gehalten haben, haben sofort ihre Gewehre gezogen und losgeballert. So, Berlin war getrennt. Und die Mauer war ein sehr, sehr ernstes Stück. Und wenn du das überwinden wolltest, hast du ein Problem gehabt. Hier sieht man noch die ganz alten Einschusslöcher. Ja, nach dem zweiten, nee, was laber ich da? Das sind so Löcher, wo die Leute schon angefangen haben, die Mauer zu zerkloppen. Als sie gesagt haben, die Mauer kommt weg. Das sind so Löcher oder kaputte Ecken, weil die Leute schon dran rumgehämmert haben damals und sich gefreut haben. Ja, endlich. Wie sind die Mauer los? Boah, ich passe wenigstens. Boah, ja, noch passe ich hier durch, Alter. Ja, sehr, sehr interessant. Die Mauer nach 89, so wie sie war, so steht sie immer noch da. Heftig. Das erinnert nur daran, wie hoch sie war und dass sie hier stand. Wir sind wieder in West-Berlin an der Ecke. Und ja, der Alexanderplatz, wie ihr seht, ist in Ost-Berlin auf der anderen Seite. Heute spielen da Leute irgendwie Ball, bisschen Volleyball. Und damals war das wirklich eine sehr ernste Ecke hier. Eigentlich überall an der Mauer entlang. Grabstätten, noch mehr Grabstätten. Gedenken an die Opfer. Ja, ist schon heftig. Schauen wir mal. Kommen wir hier wieder durch? Wir kommen hier wieder durch. Ja, noch passe ich hier drüber. Wir gehen kurz auf die andere Straßenseite, damit ihr euch so einen Blick machen könnt, Überblick machen könnt. Schaut mal hier nochmal die ganzen Reste der Mauer. So hoch war die echt nicht. Also die war nicht so hoch. Ja, also. Uralte Mauer hier. Steinmauer. Also dieses Konstrukt war noch stabil damals. Ne? Ihr merkt, diese Mauer ist hat heute nichts mehr damit zu tun, so wie die Ikea oder Domäne, Alter. Die ganzen Türen aus Plastik oder aus komischem Holz, was nicht mal Holz ist. Nee, damals haben die noch richtig gebaut. Ne? Also die Mauer ist wirklich sehr stabil, die steht zum Teil noch da. Ich weiß nicht, ob sie die irgendwann ganz wegballern hier, aber ich glaube schon, dass das dann so zu einer Art Kultur und Geschichte gehört heute. Ihr seht heute, was ihr wollt. Vom Graffiti hier auch an den Seiten. Die Mauer wurde dann doch schon ganz schön bearbeitet sozusagen. Ja. Gehen wir mal auf die andere Straßenseite, um euch den Effekt zu zeigen vom Weiten. Hier sind heute ganz normale Wohnungen an den Ecken, die sehr teuer sind. Ja, das ist der Eindruck. Ein bisschen Graffiti darf nicht fehlen, ne? Berlin, das Original. So, und hier sind wir heute im Jahre 2023 mit einer Straßenbahn, mit der Verkabelung für die Straßenbahn. Dann teils Mauer weg, teils Mauer da. Auf der anderen Seite genauso. Ja, ein Stück Geschichte. Ich fand das sehr interessant heute, auch mal selber hier spazieren zu gehen, sich die Sachen nochmal angucken. Hier sind ja schließlich sehr, sehr viele Menschen gestorben, verstorben. TWG Berlin Mitte.
Senioreneinrichtung. Und stellt euch mal vor, es gibt immer noch Leute, die 100 Jahre alt sind oder sogar noch älter, die das hier alles miterlebt haben, die zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Der Zweite Weltkrieg. Es gibt sogar noch Leute, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht mehr so viele, aber ein paar von ihnen, die auch den Ersten Weltkrieg miterlebt haben. Den Ersten, den Zweiten. Und sich wahrscheinlich die Nachrichten reinziehen und denken, und sich denken, Alter, jetzt kommt das noch mit Russland, das könnte eklig werden. So, die Leute sind dann immer, die sind mir immer so, das ist halt traurig, ne? Die sind mir dann sehr schade immer, weil die schon so viel gesehen haben und dann plötzlich kommt nochmal sowas. Ja gut. Fachhochschulreife, Lazarusschule, Erzieherin, Sozialassistentin, Pflegeperson, Pflegefachperson. Ja, wir waren hier an der Mauer. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ein Stück Geschichte in diesem Video. Und ich hoffe, die Eltern unter euch hat es gefreut. Hier gibt es überall Parkuhren. Wenn du hier stehen bleiben willst, ich glaube sogar hier stehen bleiben ist verboten. Nur bis zu einer bestimmten Zeit. So, gibt es eine Mauer, davor gab es eine Vormauer. Das heißt, es war nicht so einfach, von Ost-Berlin nach West-Berlin zu kommen. Schon gar nicht rüber zu springen. Ja, also ich stelle mir das ganz schwierig vor. Wenn die Wache hier mit dem Sniper drauf waren, du versuchst das hier rüber zu springen, war es natürlich sofort mausetot. Also es war bestimmt sehr furchtbar, wenn die Leute immer probiert haben, ein besseres Leben zu haben und dann aus dem Osten raus wollten. Ein besseres Leben haben, im Westen leben. Ich weiß nicht, wie sich das vorgestellt haben damals. Ja, die wollten raus. Man sieht ja ganz viele alte Videos von den ganzen Ost-Berliner Flüchtlingen sozusagen. Und hier kommen wir auch schon zum Ende dieses Videos. Weil sonst erzähle ich mich hier dumm und dämlich. Dann hat alles nichts gebracht hier. Ja, schaut euch das an, die Ecken nochmal. Hammer. Zum Teil, wie die Mauer gebaut worden ist. Gibt es ja sehr viele alte Bilder im Netz und auch Videos, wie die Mauer sogar entstanden ist. Müsst ihr euch mal reinziehen. Da oben sind auch Leute und gucken sich das da von der Panorama da oben an. Vom Museum heraus. Vom Museum heraus gucken sich die Leute das nochmal an. Und wir sind hier durch. Das war die Berliner Mauer zwischen Ost und West. Wir sind hier am Nordbahnhof, S-Bahnhof Nordbahnhof. Und das Ganze ist, wie gesagt, schon vorhin erwähnt, nicht weit weg vom Mauerpark. Ich war ja mal öfters hier vorbeigelaufen, weil ich dann mal zum Mauerpark muss, wenn ich hier am Nordbahnhof aussteige, und habe das öfter mal gesehen gehabt und dachte mir, hey, das muss ich euch mal zeigen. Mal wieder. Jeder kennt die Berliner Mauer, klar. Aber ich wollte euch das nochmal ausführlich hier nochmal schön von außen zeigen. Guck mal, die ist stabil, das bricht nicht weg. Das bricht nicht weg, das meine ich. Die Konstruktion heute ist nicht mehr so wie damals. Die Bauten damals haben was gehalten. Und die hält nach ein paar hundert Jahren immer noch so auf dem Motto. Aber so die neuen Konstruktionen, die neue Spachtelmasse und alles sowas, hält ja gar nichts mehr. Guck mal hier, zum Teil haben auch so Konstruktionen aus dem Osten viel mehr gehalten, länger gehalten als die Dinger im Westen. Weil die Konstruktion im Westen war ja immer kapitalistisch angeknüpft. Ne? Kapitalismus war ja immer im Westen. Etwas erschaffen, aufbauen, machen, aber dann irgendwie nicht lange haltbar machen. Also es darf nicht lange haltbar sein, weil die Leute sollten nochmal herkommen oder nochmal kaufen oder nochmal errichten lassen. Und das war eigentlich immer so. Wenn es im Osten gebaut worden ist, dann hielt es auch. Kaum zu glauben, dass der Alexanderplatz, ja, dieser Ball mit der Kuppe, durch die Ossis gebaut worden ist. Unglaublich. Man könnte denken, es war der Westen. Aber nein. Der Alexanderplatz ist ja sogar noch etwas älter. Ja. Als der zweite. Die Kuppe stand sogar. Nee, nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Nicht vor dem Zweiten Weltkrieg. Nein, 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 nein.
Der Alexanderplatz, der Fernsehturm, war nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde aber wie gesagt von den Ossis gebaut. Das ist eigentlich heftig. Und man weiß ja immer, man sagt ja immer, West-Berlin, West-Berlin ist die Macht oder war die Macht. Aber ja, die Ossis haben den Alexanderplatz, den Fernsehturm gebaut. Unglaublich. Und das steht immer noch. Ja, das kann man von dem World Trade Center nicht sozusagen behaupten. Freunde, wir sind draußen. Da hinten gibt es noch ein paar Sachen. Hier noch mal ein paar alte Bilder. 1961, der Wiederaufbau. Sozusagen 1963, 1990, wo die Mauer dann sozusagen durch war. Ja. Auch cool. Gehen wir da mal näher ran zum Bild. 1990 war ja die Mauer sozusagen offiziell weg. Und so sah das dann davor aus. Immer noch etwas Mauer und ein bisschen Absperrung. Bernauer Straße, Ackerstraße, 1963. Ich glaube, das war der Bau der Mauer. 63, seht ihr das? Da wurde sie langsam sozusagen errichtet. Und ja, heftig. Wir gehen weiter. Falls ich einen Fehler gemacht habe, einfach in die Kommentare. Wann wurde die Mauer errichtet? Ich weiß noch, wann sie gefallen ist. Weil ich da kam, 4 Jahre später. Aber wann sie gebaut worden ist, weiß ich nicht. Kann ich aber gleich mal gucken. Hier nochmal die ganzen Andenken an den Seiten hier. Vor der Mauer. Noch mehr Andenken, ihr seht auch die Leute da hinten, noch mehr Memorials und das gibt es mal ein bei Google. Wann ist die Berliner Mauer entstanden? August 13. 1961 ist sie entstanden. Danke am Papa Google für die Erklärung. Also 1961 im Sommer, Spätsommer, bis 89. Also ich stand schon eine Weile. Ja, hiermit beende ich das Video. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir gehen jetzt zum Mauerpark, den alltäglichen Stress checken, was da so abgeht. Das alltägliche Wahnsinn in Berlin. Und ja, Grüße aus Berlin. Nordbahnhof. Vor der Mauer. Berliner Mauer. Als einmal die Teilung war zwischen Ost und West. Dankeschön. Bis zur nächsten Reise, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist J6. Six All in the Mix. Abonnieren, aktivieren, kommentieren. Ganz wichtig. Mein PayPal-Link ist unten in der Infobox. Ihr geht runter in die Informationen, geht auf meinen PayPal-Link und überweist mir ein bisschen was. Das motiviert mich und ich mache immer weiter für euch. Ich habe ein bisschen Proviant mit, ein bisschen Wasser, ein bisschen dies, ein bisschen das. Kostet auch Geld. Danke. Tschüss. Gruß aus Berlin.